Sag mal, hast du auch schon mal darüber nachgedacht, dir die Haare mit Roggenmehl zu waschen? Für die einen vielleicht eine total verrückte und beknackte Idee. Für die anderen die ultimative Lösung, die Haare endlich sauber zu bekommen, ohne Chemiepumpe aus einer Plastikdose. Ich mag es immer ganz gerne, dass bevor man etwas schlecht redet, es erstmal selber ausprobiert und sich eine eigene Meinung bildet, so wie heute. Ja, da bin ich wieder. Und bevor wir uns ein selbstgemachtes Shampoo machen, möchte ich nochmal kurz Zwischenbilanz ziehen, welche Produkte wir denn bisher alle selbst hergestellt haben. Wir hatten zum einen die selbstgemachte Zahnpasta, dann das selbstgemachte Spüli, das Waschmittel mit den Kastanien, die wir draußen gefunden haben. Und in nächster Zeit wird es auch einen zweiten Teil der selbstgemachten Zahnpasta geben, allerdings ohne Kurkuma-Pulver. Denn einige von euch hatten Probleme mit den gelben Verfärbungen, was ich total nachvollziehen kann, also im Waschbecken. Und Menschen mit Kunststofffüllung sollten grundsätzlich auf Kurkuma verzichten. Dementsprechend wird es da auch bald einen zweiten Teil geben. Im Übrigen findest du alle Videos von den selbstgemachten Produkten unter dem Video in der Infobox. Schau da gerne mal rein. Ja, und lass dich inspirieren. Und wenn dir die Videos gefallen, teile sie doch gerne weiter. Bei dem heutigen Videothema fragen sich wahrscheinlich die meisten, warum eigentlich Roggenmehl so gut geeignet ist als Shampoo. Nun, Roggenmehl hat extrem viele Vorteile. Zum einen ist es sehr, sehr günstig. Es ist keine Chemiepumpe, sondern einfaches Getreide. Du kannst es fast überall beziehen und es ist komplett plastikfrei. Als Shampoo eignet sich Roggenmehl genau aus dem Grund gut, weil es viele Pflegestoffe enthält, Aminosäuren, Vitamine und Mineralien. Im Übrigen eignet sich Roggenvollkornmehl noch etwas besser, weil es von all dem noch etwas mehr enthält. Kommen wir nun zur Herstellung unseres eigenen Shampoos. Ich bin schon sehr, sehr gespannt und die Zutaten brauchst du dafür. Falls du kurze Haare hast, brauchst du für dein eigenes Shampoo 220 ml lauwarmes Wasser und 4 Esslöffel Roggenmehl bzw. Roggenvollkornmehl. Und jetzt bringen wir das Roggenmehl mit dem Wasser zusammen mit einem einfachen Rührstab. Auf geht's! Als nächstes gibst du dann das Mehl in das Wasser und verrührst alles ordentlich mit dem Schneebesen, bis eine gleichmäßige, gelartige Masse entsteht. Falls du jetzt doch lange Haare hast, also tendenziell eher eine Frau bist oder doch ein Kerl, völlig egal, dann brauchst du 280 ml lauwarmes Wasser und 5 Esslöffel von dem Roggenmehl. So, unser Shampoo ist fast fertig, es hat wirklich schon eine gelartige Konsistenz. Riechen tut's ja wie Roggenmehl eigentlich, ich könnte daraus fast Brot backen, aber wir haben was anderes damit vor. Und damit es einfach seine volle Reinigungs- und Pflegeleistung erreicht, lassen wir es jetzt einfach 1 bis 2 Stunden stehen, damit die ganzen Pflegestoffe, Vitamine und Co. sich darin entladen können. So lange habe ich erstmal Pause und wir sehen uns gleich wieder. So, 2 Stunden sind vergangen. Unser Shampoo hat sich nicht wirklich verändert. Es ist ein bisschen cremiger geworden, habe ich das Gefühl. Damit wasche ich mir jetzt die Haare, denn ausprobieren muss man ja auch mal und dich nehme ich mit. Auf geht's! So, ich bin wieder zurück und glaube, dass ich mir noch nie wirklich die Haare während einem Videodreh gewaschen habe, aber jetzt hat es thematisch einfach mal gepasst. Ich war auch gerade in der Küche, nicht wundern, ich hatte die ganze Technik rumzustehen und fand es irgendwie ein bisschen einfacher. Ich war gerade im Badezimmer, habe mir so mit den Händen durch die Haare gefasst und du wirst es mir echt nicht glauben und ich habe es auch nicht geglaubt, aber es fühlt sich so an, als ob ich gerade vom Friseur komme, wenn die Haare so frisch und ja, sauber wirken. Die sind unglaublich weich und die riechen so ganz leicht nach Roggenmehl, aber es ist kein penetrierender Geruch, irgendwie ganz angenehm. Wo ich meine Befürchtung allerdings hatte, war, dass ich so ein bisschen Sorge hatte, mir das ganze Mehl aus den Haaren zu kämmen. Aber du siehst, es ist nichts hängen geblieben. Ich habe mir die Haare einfach im Nachgang nochmal mit lauwarmem Wasser abgewaschen, mit dem Handtuch abgetrocknet und fertig. Was mir beim Waschen allerdings aufgefallen ist, ich habe nicht wirklich die ganze Schüssel zum Waschen gebraucht. Also es hat hier wirklich gereicht, keine Ahnung, 70, 80 Milliliter davon zu verwenden. Und werde beim nächsten Mal nicht mehr 220 ml nehmen, sondern vielleicht 100 ml und 2 Esslöffel Roggenmehl. Das wird wahrscheinlich bei meiner Haarlänge komplett ausreichen. Aber teste einfach selbst, wie viel Shampoo du selber für deine Haare brauchst. Vielleicht hast du jetzt die Idee, das Roggenmehl-Shampoo für mehrere Wochen herzustellen. Da muss ich dich leider enttäuschen, denn Roggenmehl ist ein Lebensmittel und hält ja nicht länger als 1-2 Tage, es sei denn, du willst Sauerteig herstellen und daraus Brot backen, was aber nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache ist. Und da musst du einfach für dich selbst die Entscheidung treffen, ob es für dich einen Aufwand darstellt. Ich für mich sehe da keinen Aufwand, weil ich weiß, wofür ich es tue, für meine Gesundheit, für die Umwelt, dass ich einfach dadurch auch weniger Plastik konsumiere und den ganzen Chemikalienrotz, den ich dadurch nicht über meine Haare in meinen Körper aufnehme. Das sind einfach zu viele Vorteile, als dass ich jetzt wieder auf das reguläre Shampoo aus der Plastikdose zurückgreifen würde. Deshalb mach einfach deine eigenen Erfahrungen. Du wirst am Ende sehen, ob es wirklich einen Aufwand darstellt oder ob du nicht doch mit gutem Gewissen deine Haare in Zukunft waschen möchtest. Ich würde mich sehr freuen, wenn du schon Erfahrungen damit gemacht hast und dir als Kommentar da lässt, damit auch andere von deinen Erfahrungen profitieren. Wir sind ja eine Community und jeder lernt von dem anderen. Ich wünsche dir jetzt erstmal richtig viel Spaß mit deinem eigenen Roggenmehl-Shampoo. Sammel viele coole Erfahrungen und bis zum nächsten Mal. Adios, ciao.